Ist hinter mir einer? Hä, scheiße, ich hab was dabei. Ah, fuck. Was ist denn das? Oh, der Frachtköder, ne? Oh Gott. Das könnte ein Problem werden, ne? Okay, die sind jetzt alle ausgestiegen, weil sie jetzt danach schauen wollen. Oh shit. Wie viele sind da drin? Sind das einfach nur Kisten, was rumstehen, oder sind das Gegner? Wenn das Gegner sind, habe ich ein verdammtes Problem. Jetzt alle angelatscht. Die kommen jetzt wahrscheinlich wieder angefahren, ne? Unser Ziel ist bei denen hier im Briefkasten in der Mitte. Auto klauen. Oh shit. Alter. Komm her, Bitch. Duell. Bam, Mann. Uah, dich mach ich platt! Ich bin der 130 Kilo Mann. Wow! Schockt das nicht gerade selber? Nee. Oh fuck. Aber jetzt kommt noch der zweite, ne? Oh Gott, ich komme mit der Karre zurück. Wo lagern? Ausrüsten. Alter, sowas ist das? Kann ich den jetzt zusammenhauen? Tatsächlich. Dämlicher Pisser, ey. Alter, ihr habt hier überhaupt keine Chance, Mann. Ich nehme euer ganzes scheiß Lager auseinander. Ich bin hier der Babo, Alter. Ich bin hier der Babo. Ey, da ist noch einer. Ey, ich hab was für dich. Achtung! Alter, ich nehm mich so auseinander, Mann. Dämliche Pisser. Sie alle pennen?
Mann, die geile Paola kann. Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? 10 noch, geil. Ja, was haben wir denn da alles drin? Systemserver, den wollen wir haben. Auf den Rücken tragen. Oh shit, was haben die denn alles da drin, ey? Oh. Bola-Gun? Cool. Wie wiegt die eigentlich? 3,5. Ah, jetzt machen wir hier kurz mal wieder zu. Und dann möchte ich was ausprobieren. Und zwar... Wo ist denn ihre Karre? Und zwar würde mich interessieren, ob wir die Karre vollstopfen können. Da ist die Karre. Und die haben auch hier extra einen schönen Generator. Hä? Aha. Oh. Fahrzeug benutzen. Frachtmenü öffnen. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen von wegen? Wir fangen hier erst an, Mann. La 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 la. Ich muss mir die Beine vertreten. Nee, Frachtmenü öffnen. Warte mal. Kraftskelett, Systemserver, Bola-Gun. Warte mal, das Zeug können wir ja eigentlich alles da lassen. Bola-Gun kann auch mit neu. Okay. Laden auf Fahrzeug. Und jetzt gehen wir einsammeln. Boah, jetzt hat schon! Alter, was haben die hier alles? Das könnte man alles zu dem Ding schaffen, ne? Zu so einer Straße. Ich frage mich bloß gerade, woher die ganze Scheiße haben. Das da. Lade auf Fahrzeug. Lalala. Hä? Ah, shit. Man bricht das ja. Alter, das ist der größte Scheiß in dem Spiel, das immer noch. Ist immer noch der Scheiß, weil du danach nochmal. Du musst das im Prinzip abladen, um das danach nochmal zu bestätigen. Das mal mit. Das nehmen wir mit. Der hat noch Resin dabei. Der hat Keramik dabei. Ah, da war noch ein Haufen Keramik dran. Das Resin nehmen wir auch noch mit. Hier. Keramik. Keramik. Tja, aber ich will mal so sagen, ein Mann Killer-Kommando, Alter. Ja, Mann. Dass das so laufen kann, ey. Verdammt. Ey, du bist der Typ, der wo das noch tragen kann. Das steht so in deinem Menü. So. Resin, Keramik. Hä? Ah, ich bin nur gar nicht bei der Karre, oder?
Jetzt. Halt, nein, warte, ist der Truck. Resin, Resin, Keramik. Lade auf Fahrzeug. Truck-Ladefläche voll, überzählige Fracht wurde abgeladen. Oh. Willst du mich verarschen? Da passt doch so viel rein. Hä? Warte mal, was fragt man denn nochmal? Was kann ich noch? Ja, okay, das, warte mal, das können wir ja so mitnehmen, ne? Oh, ich kann das Fahrzeug nicht benutzen. Das heißt, wir packen das da und das da und das da und das da noch drauf, oder? Das passt noch drauf. Wie schaut's mit dir aus? Lade auf Fahrzeug. Passt so. Können wir jetzt einsteigen? Oh, es geht halt nicht, ne? Hä? Okay, alles abladen. Ich glaube, den brauchen wir. Keramik, Keramik. Okay, da das passt. Ja, dann. Fahrzeug. Nein, ne, das Menü. Doch, ah, ja, okay, ich habe vorher aufgehört. Na los, weiter geht's. Ist das Ding aufgeladen? So. Wir müssen nach Lake Not City. Shit, kommen wir da überhaupt hin? Hier ist überall Wasser, ne? Scheiße. Shit. Was soll das eigentlich sein? Ist das eine Straße? Was ist da? Online-Schild, Achtung. Grüßen der eigentlich schnell? Der kriegt von mir nichts, verpiss dich. Wahrscheinlich kommen wir nicht mal bis dahin, wollen wir wetten. Brumm, brumm. Ja, wen interessiert das? Lass mich einfach weiterfahren, Mann. Alter, haben die das schon angefangen, die Straße zu bauen? Das ist ja krass. Holy. Und warum fliegt die Straße? Locker bleiben. Ey, das ist doch ein Generator, oder? Alter, was für komische Geräusche. Und warum bröckeln die? Ja, was wollt ihr denn? Ich hab die Karre offiziell geklaut, ja, das ist erlaubt worden. Abuhuhu. Ja, warte mal, hier können wir noch mal versuchen, die Straße zu bauen. Wir brauchen Keramik.
oder? Die Schiralenkristalle, Hammer, Metalle. Oh fuck, ich hab keine Metalle, ne? Ausfuhren? Ist meiner voll fertig, oder was? Wenigstens kennst du den jetzt. Schultern massieren. Ja, wir schauen jetzt voller Freude zu, wie er seine Schultern massiert. Okay. Naja, gut. Nein, nicht fragt, wenn wir öffnen, hör auf. Ah, die Steuerung ist manchmal. Nee. Warte, darf ich da gar nicht reinfahren? Jetzt. Ja, ich hab gleich mal Auto mitgebracht, Leute. Halt, warte, ich muss da rein. La 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 la. Kann ich das eigentlich hier parken? Oh. Scheinbar zu groß. Ja gut, ein bisschen was können wir auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben jetzt viel Zeit vertrödelt nur mit dem Scheiß, aber... Hey Mann, man muss tun, was man tun muss. Tun kann, muss... Ach, keine Ahnung. Auf Rücken tragen. Ach ja, ich muss ja wieder bestätigen. Was ist denn jetzt los? Terminal aktivieren. Habe ich den Server eigentlich auch da drauf? Recyceln. Warte mal, das ist in der Karre. Kann ich das auch recyceln? Frachtregal. Im Truck. Im Truck ist doch nichts mehr, oder ist das alles... Ah, geil, das konnte ich alles auf einmal recyceln, Mann, ja. Nicht mitgeführt. Okay, bestätigen. Ja, ist mir jetzt auch egal, ich meine, was brauche ich das? Mir geht's eigentlich wirklich bloß um die Story, dieses... Wir werden miteinander irgendeinen Scheiß machen, ist doch mir scheißegal. Thank you. Ja, Schnauze. Liefern, angeforderte Fracht liefern. Ey, das ist gut, dass alles, was hier unten ist, automatisch. Ich automatisch ausliefern kann. Also, das muss denn Scheiß, wenn ich Motorrad hätte, nicht immer runter tun. Sehr geil. Hallo und willkommen. Die Hard Man hat dich angekündigt. Oh, du hast den Server. Lass mich mal schauen. Schön, der große Lieferant hat es mal wieder geschafft. Der Server ist in perfektem Zustand. Gott sei Dank sind all unsere Daten in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Ja Mann, weiß ich drauf, hab 0% Schaden. Und warum? Weil ich die Typen mal... Sam, ich habe deiner Liste an herstellbaren Vorräten einen Three-Wheeler hinzugefügt. Lake North City hat uns zum Dank die Baupläne zur Verfügung gestellt. Ja. Ich würde ja was dazu erzählen, aber du hattest selber mal einen, oder? Auch dieser hat zwei Räder vorne, eines hinten und ist akkubetrieben. Er lädt sich automatisch auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Es erfordert Geschick, damit unwegsames Gelände zu überwinden. Am besten für lange, ebene Strecken geeignet, bla bla bla. Wir sind dabei, dir ein anderes Fahrzeug zu besorgen. Darauf darfst du dich schon mal freuen. Oh. Geil, endlich. So, Zeit, wann, Mann?
Sam zur Verfügung gestellt. Ich hätte es vielleicht jetzt erst recyceln sollen, ne? Hopp aufs Liefervolumen, ihr Penner! Mann! Danke, Sam. Mit den Daten können wir endlich unsere Pläne für das neue automatisierte Liefersystem vorantreiben. Ich sage den Jungs, sie sollen anfangen, die Bots zu testen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake Nord City bringen. Sieh am Lieferterminal nach, wenn du mehr Arbeit suchst. Die Prepper haben einiges über Fragile erzählt. Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Diese Sache mit Higgs. Dachte, ich hätte dir erzählt, dass sie ihn hasst. Der Feind meines Feindes, würde ich mal sagen. Aber nimm mich nicht beim Wort. Frag sie und bilde dir ein eigenes Urteil. Ob wir wollen oder nicht, wir benötigen ihre Hilfe. Fragile. Sam, Fragile hier. Wie ich hörte, hast du drei Prepper ins Netzwerk integriert. Und ihnen alles Nötige geliefert. Das hast du gut gemacht. Wo wir schon mal am Quatschen sind, würde ich gerne wissen, was es mit dir und Higgs auf sich hat. Du hast Gerüchte gehört, was? Ich kann dir alles erklären, persönlich. Triff dich mit mir im Verteilerzentrum südlich von Lake Nord. Dahin bist du doch eh unterwegs, oder? Gute Arbeit. Wisst ihr, was ich lustig finde? Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Dass ich, privater Raum. Dass die Mods Hologramme machen können, aus irgendeinem Scheiß einfach Gegenstände herstellen können, durch so einen Drucker und so einen Mist. Aber uns Verrecken nicht schaffen, da richtige Hologramme hinzuproduzieren. Ich glaube, das erste Mal seit langem, dass ich mich wieder sauber hinlege, ne? Normal schaut er immer aus wie Sau. Yeah, Blutabzapfe. Setz los. Stimmt, ich aber schon. Das Helden oder Schurken. Oh, was macht er denn jetzt? Hä? Oh. 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 Das schaut aus, wie wenn da ein Cthulhu liegt oder so. Und überall sind diese Viecher. Okay, warte mal, duschen machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber das gehört sich irgendwie da so. Nein, brauchen wir alles nicht sehen, geh weiter. Nerv jetzt hier nicht rum, Mann. Hast du mir gerade zugezwinkert oder auf mich zuzuzwingen? Das ist voll komisch. Okay. Nach Bibi sehen. Achso, ja, ich muss ja was machen. Bibi sieht glücklich aus. Will ich auch hoffen, Mann. Ich meine, dieses ganze Geschunkel unterwegs, Alter, das muss noch eine Happy machen. Schunkel, Schunkel, kleiner Stern. Privater Raum verlassen.